Hallo Freunde, ich bin der StonyWeb und willkommen auf meinem kleinen, aber feinen YouTube-Kanal. Angefangen habe ich ja mit Let's Plays, aber jetzt werde ich mich mehr auf Warhammer und Tabletops konzentrieren. Und heute sehen wir die Bemalung von den Space Marines, also den Intercessors, die dabei waren. Ich habe gerade schon mal Aufnahme gemacht, jetzt mal missglückt, aber dazu dann gleich mehr. So, ich werde euch anhand dieses Beispiels mit dem Sergeant einmal zeigen, wie wir jetzt hier die Farbaufstriche machen. Na, wir werden mit dünnen Farbaufstrichen arbeiten und das Ganze dann halt eben immer dann aufstecken sozusagen. Na, wir werden halt eine etwas dünnere Farbe dann benutzen und dann werden wir ja sehen, was dabei rauskommt aus den Kameraden hier. Ich muss mal gucken, wie ich hier die Belichtung mache, so ein wenig, dass es gleichmäßig hell wird und auch die Kamera gut fokussiert. Ja, ich spiele immer noch mit meiner Handykamera rum, aber ich denke mal, das wird auch bald besser werden. Auf jeden Fall habe ich schon mal mein Mikrofon abgegradet. Da habe ich jetzt mein altes Let's Play Mikrofon rausgesucht, was auch eine relativ gute Aufnahmequalität bietet. Ich hoffe, das macht sich bemerkbar in dem Video. So, also damit werden wir dann starten. Ich werde auch mit meiner Nassplatte benutzen und anfangen tun wir halt damit MacRib Blue. Da werden wir dann halt eben eine feine Schicht drüber ziehen. Erstmal mal ordentlich schütteln, bevor wir die aufmachen. Und dann werde ich mit dem Starter Brush Pinsel mir was in die Nasspalette mir rüberholen. So. Nochmal so ein bisschen. So, jetzt ist natürlich der Pinsel vollgetränkt mit Farbe. Aber es macht nichts. So, wenn wir kurz die Farbe beiseite stellen. Tschick. Ein wenig Wasser dazu. So, jetzt verteilen wir die Farbe schön auf dem Kameraden hier. So, was zeige ich euch einmal? Na, Kamera, bitte einmal scharf stellen das Ganze. So, ja, mein Pinsel ist jetzt überladen mit Farbe. Also werden wir jetzt hier mal halt eben eine Schicht auftragen mit der Macabre Blue. Also sprich blaue Farbe. Ist egal, wenn wir irgendwo drüber malen. So, das wäre so der erste Farbanstrich von dem Kameraden. Ja, sehe dann so aus. Ist ein bisschen feucht. Den stelle ich mal beiseite. Ich habe ja schon mal einen vorbereitet nach dem ersten Anstrich. Der sieht dann so aus. Man sieht mal, ich muss noch ein bisschen nacharbeiten. Das werde ich jetzt auch tun. Ich werde jetzt hier noch einmal eine dünne Schicht drüber gehen, an den Stellen, wo noch ein bisschen schwarz durchscheint. We'll be right back.
so aus erstmal mit der ersten, mit der zweiten Schicht blau. So. So sieht sie dann aus. Na, klar sind ein paar Metallbereiche. Die werde ich dann noch mit LED-Belcher anmalen. Die Waffe wird dann nochmal mit Schwarz nochmal angemalt, richtig. Und ja. So. Das ist erstmal das Ergebnis, was wir hier haben. Ich werde jetzt auch einen etwas feineren Pinsel nehmen. Und zwar den Da Vinci. Upsa, nicht wegschießen. Ich hole mir jetzt den Da Vinci 02er Pinsel. Den habe ich ja schon mal in einem anderen Video vorgestellt. Sehr guter Pinsel. Und jetzt fangen wir an mit Retributor Amor. Damit fangen wir an. So, schön schütteln. Dann werde ich mir mal einen Klacks rausholen auf meine Nasspalette. Dafür nehme ich den Starter Brush Pinsel. Hol mal da so ein bisschen was raus. So, Pinsel ab ins Wasser. So, dann einmal den Pinsel ins Wasser eingetaucht. Die Farbe dann schön vermischt. Ja, hier sieht man es, glaube ich, da, wo ich die drin habe. In meiner Nasspalette. So, eine schöne spitze Form. So, jetzt wird es etwas kniffliger. Gut, wir machen erstmal die einfache Version. Und zwar hier das Zeichen auf der Brust. Kommt der Scharfkriege. So, das werden wir dann Gold anmalen. Aber das sieht schon mal soweit ganz gut aus. Zumindest müssen wir mit Retributor Armor noch ein bisschen nachbessern. Ja, so sieht jetzt der Kamerad aus. Ja, sieht auf jeden Fall schon mal ein wenig besser aus, würde ich sagen. Ne? Kann sich sehen lassen. Ja, so. Und wir fangen jetzt mit der nächsten Farbe an. Jetzt kommt Abaddon Black. Auch wieder mal gut schütteln. Da werden wir mit dem gleichen Pinsel weitermachen und werden dann schön die Metallteile, ein paar Sachen hervorheben. Ich werde mir erstmal Farbe aus dem Bottich holen und dann werden wir dann weitermalen. So, mal schön schütteln das Ganze, dass die Farbe da schön vermischt ist. Dann klappen wir das Ganze auf, holen unsere Farbe raus. Da brauchen wir, glaube ich, nicht so viel von, glaube ich. Nehmen wir mal so einen großen. So.
sollte reichen. Aber dann Black ist keine schlechte Farbe. Die ist eigentlich ziemlich gut. Oh Mann, Potti steht nicht so schön. So. Abaddon Black. So, was machen wir jetzt mit Abaddon Black? So. Wir machen mit Abaddon Black. Na, Schaufel einmal bitte. Die Gürtelschaufel, die ich blau gemalt habe. Die Taschen hier hinten. Und diese Sachen hier, die Knicke. Also da, wo dieses weiche Material ist, das dehnbar ist. Das machen wir damit. Und ich muss noch gucken, die Waffe ist ja schon schwarz. Da werden wir noch ein bisschen Sachen ausbessern, die ich da blau versehentlich angemalt habe. Sieht eigentlich ganz gut aus. Das müssen wir dann noch machen. Und nachher werden wir das Gehäuse dann mit LED-Belcher anmalen. Das werden wir daran noch ändern. So, dann fangen wir mal an. So, erstmal die Farbe ein bisschen verdünnen mit Wasser. Und dann Farbe aufnehmen und immer schön versuchen, zu einer Spitze zu formen. So, wir fangen erstmal hier hinten an den Rucksack an. Dort haben wir ja hier diese Triebwerke, die machen wir schwarz. Deswegen habe ich auch nicht so drüber, gut, nicht so drüber gemalt. So. So sieht er jetzt erstmal aus. Ja. Eigentlich bis jetzt schon mal nicht so verkehrt. Schon mal etwas besser als vorher. So, das war jetzt LED-Belcher. Jetzt, schwarz meine ich. So, jetzt kommen wir zu LED-Belcher. Dafür werde ich jetzt aber einen etwas kleineren Pinsel nehmen. Und zwar den DaVinci 3x0. Jetzt sehen wir, ich habe für fein, ganz feine Sachen, na, wo habe ich denn hingelegt, habe ich so einen Pinsel hier. Der ist sehr schön. Den habe ich von meiner Freundin gekriegt. Keine Ahnung, was das für ein Pinsel ist oder wofür man sowas braucht. Aber den werde ich euch jetzt mal zeigen. Den kann ich leider nicht verlinken, weil ich leider nicht weiß, was das für ein Pinsel ist. So, LED-Belcher. Schön schütteln, wie immer. So, aufgemacht. Jetzt holen wir uns da was raus. Natürlich auch auf die Nasspalette, davon brauchen wir nicht so viel. Da sollte das, was ich jetzt mit dem Pinsel rausgeholt habe, auch reichen. So, Pinsel haben wir eingetunkt, bisschen Wasser dran,
damit das Ganze schön geschmeidig wird. Und jetzt geht's los. So, ich würde vorschlagen, wir fangen hier im Gesicht an, also an der Maske. Da sieht man ja einmal hier, mal kurz näher ranholen, da sehen wir ja hier, na, geht das nicht scharf? Da sehen wir ja, da, solche Schläuche dran. Und hier hinten das Dingen, das machen wir dann mit LED-Belcher. Sehe deiner Kamerad aus. So, ich werde jetzt ihn beiseite stellen, warten, bis er trocken ist. Und dann werde ich euch dann später die Bilder zahlen von allen anderen, wenn die fertig sind. Na, so sieht jetzt unter das Zahlchen aus mit einem Farbanstrich. Na, da blende ich am Ende dann so eine kleine Diashow ein, wie die anderen halt alle aussehen. Alles klar. Dann sage ich schon mal tschüss und ich sage gleich am Ende noch ein bisschen was.